Ein paar Münzchen mitnehmen. Was hängt denn da? Das wirkt instabil. Und hinab. Der einzige Weg. Ein bisschen Geld. Auf der anderen Seite verschlossen. Okay, da waren Münzen drin. Das ganze Regal eingerufen. Ich glaube, da müssen wir Vingardium Leviosa nutzen. Identifizierbarer Gegenstand. Wir müssen noch einen Raum der Wünsche. So geht's natürlich auch. Eine Statue. Für den Raum der Wünsche. Ich denke, wir sollen da runter, aber ich schaue mich hier natürlich nochmal um. Könnte es Sachen geben? Hier waren wir doch schon. Das Rätsel haben wir gelöst. Die Plattform muss näher heran. Nur wie? Ich weiß. Ah ja, wir müssen hier sowieso nicht lang. Also. Wir müssen da runter. Wenigstens lohnt sich die Unternehmung von Nazir. Ah, toll. Auf einmal ausweichen. Das waren alle auf einmal. Das war das hat mich dann doch ein bisschen überrascht.
Können wir vielleicht auch so mal hier weg? Nee, wir müssen das Rätsel lösen. Können wir dann nichts machen, wenn wir hier vielleicht ausweichen und aus und von dran. Das ist nicht gerade toll. So viele auf einmal. Ich gebe mein Bestes. Okay, ich kann kein Incendio hören. Das ist schlecht. Kann ich hier ein paar angreifen? Ach du Scheiße. Scheiße. Nein! Holla, die Waldfee. Das ist ein Ding. Getroffen. Fantastisch. Ich bin noch so sehr verteidigen. Ich kann treffen. Und dann müssen natürlich noch die besiegen, die hier. Ich kann nicht letztlich Musiken würden und ausweichen. Die sind ganz schön heftig hier. Ah, was soll der Scheiß? Ist jetzt Ruhe. Puh. Etliche Schädel. Wow, das war eine Attacke. Lumos. In welche Richtung muss diesmal geschubst werden? In diese. Okay. Das hat dir viel gebracht. Lumos. Wird mal versuchen, hier hinzustellen. Dann ist die Frage, wie wir rechtzeitig da hochkommen. So nicht.
können wir gleich wegschmeißen. Wird uns schon angezeigt, dass das ein Downgrade ist. Aha. Das muss ich gleichzeitig machen. Ich muss die da oben noch erreichen. Was ist denn jetzt los? Als ob. Ist die zu hoch oder was? Was denn nun? Wenn sich das dreht, sollte es die Plattform anheben. Das muss es sein. Ja, aber bist zu blöd, da hochzukommen. Das ist doch unglaublich. Wir müssen ausgerechnet dadurch. Übersehe ich was oder? Ist der Kerl dazu dumm hier, mich festzuhalten? Ja, warum? Ich will gar nicht über die Loser, können wir auf uns selbst nicht anwenden. Ich frag nur. Ich muss Motten zu der Tür bringen. Wow. Na, dann spring doch mal hier hoch, Mann. Okay, wir haben eine Motte. Das tut uns nichts bringen, wenn wir hier und da nicht hoch können. Bin ganz traurig. Noch irgendwo uns festhalten können. Warum sollen wir denn sonst hier rauf? Wozu fährt das Ding nach oben, wenn wir da nichts und das nicht nutzen können? Ich verstehe es nicht. Chat, hilf mir. Hat jemand am Chat? Ist das ein Bug oder ist es da? Also hier haben wir eine Motte, die fährt hoch. Wo wir das machen. Und dann müssen wir schnell hoch und dann das abholen. Aber es scheint nicht zu gehen. Wir haben hier mindestens einen im Chat, der das schon gespielt hat. Schon bei der zweiten Prüfung ist diese Scheiße also auch schon durchgemacht hat. Übersehe ich hier was oder bin ich blöd oder mache ich? Das Offenkundige ist doch, dass die das hier geht hoch. Das hier geht hoch und das hier geht hoch. Ja, dann sag's mir mal. Ich weiß es nicht. Ich komme nicht drauf. Ich kann nicht klettern, also das ist der Logik-Keilbaum ist das. Das hier geht hoch, da müsste ich mich ja hier ranhängen können. Auf der Plattform stehen mehr. Habe ich doch gemacht.
nochmal, du bist wieder verarscht. Lumos. Du bist wieder verarscht. Als ob ich das nochmal. Das ist. Da soll man von selbst drauf kommen. Lumos. Es ist, als ob das kann doch nicht wahr sein, dass das hier. Lumos. Dass man hier über einen 2 cm hohen Sprung nicht kann. Lumos. Die Motte kriege ich jetzt so hoch. Dann kann ich das Ding nicht mehr drehen, wenn ich die Motte habe. Okay, wie kriegen wir die letzte Motte hoch? Ich habe eine Idee, sag's nicht. Lumos. Das müsste doch stehen bleiben, wenn das dann. Bleibt das oben stehen, wenn wir hier. Das bringt ja nix. Wie bringen wir die letzte Motte da hoch? Hier auf dem Stab sitzen, damit können wir das hier nicht mehr benutzen. Die mit Lumos entfernen, dann können wir das die Gerätschaft hier nicht mehr verwenden. Lumos. Irgendwie müssen wir doch. Ah, natürlich. Eine Brille. Können wir mal das Aussehen ändern. Hier können wir lang. Ach komm. Schmeiß den Mut mal weg. Ein Schal, ein Wüstenmuster. Thank you.
Hemden und Brillen und Gönnung bestellt. Und dann bitte, willst du? Tja. Das bin ich aber immer noch nicht zufrieden, wenn ich da drüben rankomme. Wie kriegen wir jetzt die dritte Matte hier hoch? Lumos. Die kommt mir hier nicht freiwillig entgegengeschwebt. Jetzt mit Lumos das rausnehmen. Jetzt kann ich das hier nicht mehr benutzen. Doch hier jetzt nicht mehr hoch. Wie zum Teufel soll man die letzte Motte kommen? Ich brauche mal ein bisschen Hilfe. Ich verstehe das Spiel hier nämlich nicht. Etwas frustrierend gerade. Wir brauchen eine Motte, die hier drin sitzt. Damit wir den Repulso-Krams hier aktivieren können. Rausnehmen können wir es nicht. Ich schneide es nicht. Ich komme nicht drauf. Komplett Lösung. Wie bekomme ich die letzte Motte da hoch? Ich muss eine Motte da drin haben, um das Ding zu bedienen, um da hoch zu kommen. Das heißt, ich kann die letzte Woche Motte nicht mitnehmen. Okay. Es gibt mehr als drei, okay, und wo krieg ich die vierte her? Hier ist näher. Ich sehe hier keine vierte. Würde ich gerne wissen, wo die andere Motte ist. Schiebt hier oben noch eine rum? Ach komm! Ach! Ich bin blöd. Lumos.
Blöd und blind. Die letzte Ruhestätte der Hexe. Lodgok sagte, der Helm befinde sich in ihrem Sarkophag. Eine tote Erschwinderin. Das sollte ich Lodgok zeigen. Es muss irgendwo einen Mechanismus zum Öffnen der Tür geben. Eine Schal. Haben wir jetzt das gefunden, was wir haben wollten, oder? Schlechte Nachrichten. Lodgok, der Sarkophag war bereits geplündert. Da war kein Helm. Nur eine tote Erschwinderin. Verdammt! Sie sind uns zuvorgekommen. Wir müssen ihn holen, bevor Rookwood sich damit weiter bei Renrock einschmeichelt. Ich habe eins ihrer Lager in der Nähe gesehen. Aber sie werden allein gehen müssen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Mindestens nur noch das ist. Ein ganzes Lager von Rookwoods Leuten? Ich brauche vielleicht Hilfe. Nur leider haben wir keine Zeit. Wenn wir den Helm nicht vor Rookwood bekommen, haben wir nicht einmal mehr den Hauch einer Chance, uns mit Renrock gutzustellen. Unerträglich, dass diese elenden Menschen jetzt solch ein Relikt haben. Wer will sich denn eigentlich mit Rookwood gutstellen? Wie kommt man denn darauf? Versteht den Zweck mal nicht. Winston und Banditen, das kriegen wir auch noch hin. Nachdem wir gegen Inferi gekämpft haben. Das niemand gesehen hat. Das war wirklich episch. Ich habe auch die ganze Zeit noch einen Stein. Was? Habe ich gerade an einen Stein reingekuschelt. Zweifellos schon lange verlassen. Da spawnen doch gleich noch welche. Den Helm von den Dienen zurück. Ach, hier haben wir uns. Hier haben wir Schnellreisepunkt. War es nicht hier das Spinnennest, wo wir reingerannt sind? Das ist tief im verbotenen Wald. Hallo, Homura. Die Veteranen ein paar harmlose Tiere
Käfig gepackt. Das müssen wir mal eben ändern. Oh, armer Niffler. Die haben einen Niffler gefangen. Diese Dreisten. Das sind sie, die Erschwinderinnen. Du hast doch Nora Treadwell befreit. Das wirst du schon. Oh, wir haben einen Troll. Aus welchen? Beiden Seiten. Da ist noch einer. Expulso! Zaubersprüche. Und auch noch eine Erschwinderin. Hat ihm aber nichts geholfen. Ausrüstung ist voll. Okay, da wird's wieder Tag. Der sieht fast gut aus, aber nur fast. Okay, jetzt muss ich nur noch den Helm finden. Hinterhalt 1, okay. Trollpuppe. Haben wir gerade einen Trollpuppe aufgehoben. Ach Mann. Muss das. Das ist es. Das ist für Rookwood. Meine Fresse.